Wenn Huggy Wuggy zum Snack ansetzt, kann man in seinem Maul ein sehr lebendiges Innenleben erahnen. Nach dieser Theorie soll Huggy Wuggy mal ein Waisenkind gewesen sein. Eigentlich als Experiment 1006 bekannt, macht diese gruselige Stoffpuppe mit Dauergrinsen in Chapter 1 von Poppy Playtime Jagd auf uns und stürzt am Ende einer Verfolgungsjagd in die Dunkelheit der Fabrik, wobei es eine Spur aus Tomatensoße hinterlässt. Es handelt sich hierbei also nicht um eine Animatronic oder ähnliches, sondern etwas biologischer Natur mit funktionierenden Organen und vielleicht sogar einer Seele. Auch sind an jeder Ecke der Fabrik mit Ravioli-Soße überströmte und kaputte Spielzeuge zu finden, die auch auf ein organisches Innenleben hindeuten. Meine persönliche Theorie, die Playtime Company hat Waisenkinder für ihre grausamen Experimente missbraucht und in lebendige Spielzeuge verwandelt. Und Huggy Wuggy war eines dieser Waisenkinder.